Sauna. Die Tür der Dampfsauna öffnete sich. Tagchen, noch Platz für zwei Schweißer? Fragte eine tiefe Stimme. Ein dreifaches Mhm kam zurück. Zwei massige Gestalten ließen sich auf der nassen Plastikbank nieder und ein strenger Geruch breitete sich in der dampferfüllten Kabine aus. Boah, das riecht aber komisch, beschwerte sich einer der Gäste. Irgendwie wie nasser Hund oder so. Das wird Kleid sein, sagte einer der Neuankömmlinge. Er hat halt lange Haare. Das Dampfgebläse stellte turnusgemäß seine Tätigkeit ein und der Nebel lichtete sich. Sagen Sie mal, ist das ein Orang-Utan? Genau, er ist Kleid. Ich habe ihn nach dem Orang-Utan aus den Clint Eastwood-Filmen von 78 benannt. Sie wissen schon, der Mann aus San Fernando. Den hatte er ja bei einer Wette gewonnen. Ja, ich erinnere mich. Aber er hat ihn nie in eine Sauna mitgenommen. Wie denn auch? Meldete sich ein anderer Saunist zu Wort. Es gab doch damals im Wilden Westen noch keine Dampfsauna, wenn man mal von den Schwitzhütten der Indianer absieht. Wohl wahr, unterstützte der Nebenmann diesen Einwand. Aber wenn Eastwood die Wette in Schweden gewonnen hätte, wäre er mit Kleid sicher auch in eine Sauna gegangen. Da wäre ich mir nicht so sicher, wandte der Vorredner ein. Denn in Schweden hätte auch doch bestimmt kein Orang-Utan, sondern einen Elch oder einen Bären gewonnen. Und dann würde es hier noch ganz anders riechen. Das ist doch unlogisch, was Sie da erzählen. Der Orang-Utan ist im Wilden Westen ebenso wenig heimisch wie in Skandinavien. Er bewohnt die tropischen Regenwälder Sumatras und Borneos. Deswegen fühlt er sich in einer Dampfsauna auch heimisch. Kleid nickte begeistert. Na, Sie sind mir ja ein ganz Schlauer. Dann wissen Sie sicher auch, dass Orang-Utans vorwiegend auf Bäumen leben, also Holz mögen. Die Dampfsauna hier ist aber aus Plastik. Also warum gehen Sie mit Ihrem Kleid nicht in die finnische Sauna? Weil da heute Frauentag ist. Kleid ist aber ein Männchen. Als verstünde Kleid, dass es um ihn ging, quietschte er vergnügt auf, sprang dem Tierfreund auf den Schoß, schlang seine langen, behaarten Arme um dessen Kopf und begann ihn zärtlich zu küssen. Sehen Sie, auch von seinem Verhalten her, mit dem Wunsch nach Schmusen und Körperkontakt, wäre er bei den Frauen viel besser aufgehoben. Untermauerte der Redner seine These und versuchte, sich dabei vorsichtig aus der Umarmung zu lösen. Ich würde ihn ungern allein zu den Mädels in die Finnsauna schicken. Am Verbalen hapert es doch noch sehr. Wir zwei haben eine Zeichensprache, unterstützt durch Laute, entwickelt. Das klappt ganz gut. Sehen Sie, im Moment zeigt er mir, dass er ihr Goldkettchen toll findet und es gerne abreißen würde. Da wäre ich Ihnen aber sehr verbunden, wenn Sie ihm sagen könnten, dass ich mein Goldkettchen auch toll finde. Es ist nämlich ein Geburtstagsgeschenk meiner Frau und deshalb würde ich es gerne behalten. Sie tragen ein Kettchen, das Ihre Frau zum Geburtstag bekommen hat? Dann hat Ihre Frau aber einen ziemlich dicken Hals, oder? Ach, sehen Sie mal, Kleid hat den Verschluss ganz alleine aufbekommen. Also ich staune doch immer wieder, welch praktische Intelligenz diese Menschenaffen entwickeln. Wenn auch nicht so viel wie die Schimpansen, die außerdem viel aggressiver sind. Also ein Schimpanse hätte sie schon übel zugerichtet, wenn sie sich bei dem so angestellt hätten wegen ihres Kettchens. Sagen Sie mal, könnte es sein, dass Ihre Lautzeichen-Kombinationssprache in erster Linie den Zweck erfüllt, Kleid zum Einsammeln von Schmuck zu animieren? Mir scheint, er geht sehr systematisch zu Werke. Und wenn er noch länger an meinem goldenen Ohrring zieht, übrigens auch ein Geschenk meiner Frau, dann besteht die Gefahr, dass mein Ohrläppchen einreißt. Sie wollen mir doch wohl nicht unterstellen, meinen Freund zum Dieb abgerichtet zu haben. Seien Sie lieber froh, dass er Ihren Intimschmuck noch nicht bemerkt hat. Ups, zu früh gefreut. Ein gellender Schrei erfüllte den kleinen Raum. Komm, Kleid, wir gehen zu den Damen in die Finnsauna.